Hi, ich bin Tim von Invento und in diesem Video präsentiere ich euch unsere Lenkdrachen-Neuheiten für 2024. Los geht's mit unserer Preiseinstiegsmarke Ecoline. Und zwar der bekannte Quick, 1,15 Meter Spannweite, bekommt in 2024 eine neue Farbe und zwar das sogenannte Rainbow Bubbles. Warum er so heißt, kann man sich fast denken. Die zweite neue Farbe für den Quick ist das klassische Regenbogen. Regenbogen ist bei uns immer noch die meist gefragte Farbe oder Farbdesign und natürlich muss daher auch der Quick im Regenbogendesign kommen. 1,15 Meter Spannweite, der Quick, Preiseinstieg aus der Ecoline. Die nächste Größe in der Ecoline ist der sogenannte Rookie mit 1,20 Meter Spannweite. Auch dieser Drachen kommt in 2024 im neuen Farbdesign daher. Hier haben wir sie mal genannt Rainbow Mesh. 1,20 Meter Spannweite der Rookie ist die nächste Größe nach dem eben gezeigten Quick. Zack, da fliegt er schon. Und jetzt ganz neu, eine neue Plattform sozusagen. Wir haben einen neuen Drachen in der Ecoline präsentiert oder präsentieren ihn jetzt. Der sogenannte Drifter, eine Spannweite von 1,60 Meter, platziert sich also in der Ecoline-Abfolge nach dem Orion und unter dem sogenannten Trigger. Das heißt, Midsize-Drachen fliegt schon deutlich angenehmer in leichten Wind, als es der Orion tut mit 1,40 Meter Spannweite. Und von daher für uns sozusagen auch eine logische, konsequente Fortentwicklung der Range an der Stelle. Um euch einfach da auch einen Drachen zu geben, der bei ein bisschen weniger Wind schon vernünftige Flugeigenschaften bietet. Der Drifter mit 1,60 Meter Spannweite in dem Rainbow Mesh Design oder alternativ auch hier natürlich im klassischen Regenbogen Design. Das ist die Alternativfarbe für den Drifter. So, das war's zum Thema Ecoline. Als nächstes gehen wir zur Marke HQ, steht für High Quality Design. Da haben wir eine Neuerung und zwar der sogenannte Dancer Rainbow. Knapp 1 Meter hoch, 95 cm um genau zu sein, 89 cm Spannweite. Der Dancer Rainbow ist jetzt nicht neu per se, aber in diesem Fall haben wir die Technik erneuert und er ist jetzt koppelbar. Das heißt, man kann mit dem Dancer Rainbow jetzt ein Gespann machen. Und zwar, das geht relativ einfach, indem man sich den sogenannten Koppeldrachen dazu kauft, den zeige ich euch gleich, und den relativ einfach an diesen ersten Drachen anhängen kann. Der Dancer Rainbow bei uns ein absoluter Einstiegsdrachen, weil A, super einfach zu fliegen, er fliegt schön langsam, für die, die Speed mögen, wahrscheinlich eher behäbig, aber gerade für Einsteiger super geeignet, weil eben die Reaktionszeit des Piloten nicht so extrem sein muss und er zeichnet durch die langen Flugschwänze dabei sind eben auch ein super schönes Bild in den Himmel. Also der Dancer Rainbow in der Version Nummer 2 und dazu, wie angekündigt, der Koppeldrachen. Das heißt, der wird so ausgeliefert. Die Koppelleinen sind bereits vormontiert. Das heißt, diese Koppelleinen werden jetzt an den ersten Drachen von hinten angebracht und so hat man sozusagen relativ schnell einen kleinen Train gebaut, wie man so schön sagt im Englischen. Also eine Kette, zwei Drachen hintereinander. Und das lässt sich noch beliebig erweitern um mehrere Drachen. Man kann also auf 4, 5, 6 fliegen. Und das zeichnet ein super tolles Bild in den Himmel, macht mega viel Spaß und sorgt für ordentlich Aufmerksamkeit. Denn das sehen die Zuschauer am Strand oder wo ihr immer fliegt, auf der Wiese auch nicht jeden Tag. Also der Dancer Rainbow in der Version Nummer 2 für 2024. Dann geht es weiter mit dem sogenannten Stinger. Auch logischerweise im Regenbogendesign. 1,64 Meter Spannweite. Der Stinger, den gab es schon mal vor einigen Jahren bei uns im Sortiment. Damals in einer anderen Farbvariante. Wir haben noch mal an der Plattform an sich einiges modifiziert. Jetzt kommt er zurück im neuen Farbgewand. Und der Stinger ist einfach ein sehr schöner Einsteiger- bis Mittelklasse-Drachen für alle, die auch im leichteren Wind starten möchten und die einfach schon
die ersten Flugmanöver können und sich jetzt ein bisschen weiterentwickeln möchten. Der Stinger für 2024, ein neuer Drachen. Dann, jetzt müssen wir gucken. Ja, jetzt gehen wir zu der sogenannten Diva. Die Diva. Hier haben wir die Diva. Er passt nicht wunderbar, nicht so einfach ins Bild, aber hier ist die Diva für euch. Satte 2,95 Meter Spannweite, ein absoluter Schönflieger, passt wahrscheinlich auch zum Namen in dem Fall. Er ist bei uns im Sortiment, weil Leute sich immer wieder wünschen, Mensch, habt ihr nicht irgendwie einen schönen großen Drachen, der einfach nur zum Schönfliegen da ist, lange, große Achten ziehen am Himmel, einen Schwanz dran befestigen, um schöne Figuren zu zeichnen. Dazu werden wir euch oben nochmal ein kleines Video oder Bildmaterial einblenden, wie das mit einem Drachenschwanz aussieht. Ansonsten bei der Spannweite natürlich ordentlich Zugkraft an der Schnur. Nicht so wie ein Powerkite, weil er dafür einfach relativ langsam fliegt. Aber er hat ordentlich Zugkraft und naja, durch die sehr markante, knackige Grafik sieht es eben wirklich toll am Himmel aus. Diva, neuer Drachen für 2024. Weiterhin neu für 2024 ist der sogenannte Wurf. Ein Vierliner, wir nennen ihn High Performance Vierliner, weil er eben für auf der einen Seite Einsteiger wunderbar geeignet ist, aber eben auch für den fortgeschrittenen, ambitionierten Vierliner-Piloten. 2,54 Meter Spannweite sorgen für ordentlich Stabilität im Flug und natürlich für Präzision. Gewickelte Kohlefaser sind verbaut, das heißt ordentlich steifes Gestänge und mit einem 31D Polyestertuch ausgestattet, um auch da sozusagen die Leichtwindfähigkeit nochmal zu betonen. Der Wurf kommt in zwei verschiedenen Farbkombinationen. Das ist die eine, die ihr sehen könnt, Blaze. Und dann gibt es noch die zweite Farbkombination, die ich euch jetzt nach vorne hole. Das wäre dann dieses Modell. Ein bisschen andere Farbwelt. Jeder kann also sich entscheiden für das, was er möchte. Der Aufbau ist denkbar einfach. Ansonsten alle technischen Details findet ihr wie immer auf unserer Webseite. Videomaterial werden wir dazu auch in Kürze hochladen. Seid gespannt, was da noch kommt. Das war's mit unseren Lenkdrachen aus der Echoline, unser Preiseinstiegsmarke und natürlich HQ für 2024. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal oder sehr gerne hinterlasst einen wohlwollenden Kommentar. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.